Hallo und herzlich willkommen meine Pokémon-Freunde, ich bin Marlon aka Bubu und in diesem Video erkläre ich euch alles, was ihr wissen müsst über Wesen, Minzen und wie ihr diese am besten im Pokémon-Legenden Arceus farmen könnt. Viel Spaß! Auch in Pokémon-Legenden Arceus gibt es wieder Wesen. Es wurden zwar einige Aspekte rausgenommen, wie zum Beispiel DV-Werte, aber die Wesen sind zum Glück bestehen geblieben. Und es gibt auch eine sehr gute Methode, wie ihr Minzen farmen könnt und damit das Wesen eures Pokémon verändern könnt. Aber was sind Wesen? Wesen bestimmen einen Wert, der um 10% verstärkt wird und einen Wert, der um 10% vermindert wird. Wenn wir uns jetzt einmal die Liste angucken, seht ihr, dass es interessantere Wesen gibt als manche andere. Beispielsweise das Wesen Kühn. Klar, für ein tankiges Pokémon dürfte das nicht zu verkehrt sein, aber das wird ein Wesen sein, was ihr eher selten benutzt, weil vor allem im Pokémon Legenden Arceus geht es eher um Angriff und Geschwindigkeit. Deshalb sind die Wesen, auf die wir das Hauptaugenmerk dieses Videos legen, solche wie mäßig, hart, froh oder scheu, weil das sind die Wesen, die aus eurem Pokémon das Maximum rausholen können. Es gibt allerdings auch sogenannte neutrale Wesen. Diese erhöhen einen Wert um 10% und verringern denselben Wert ebenfalls um 10%. Beispielsweise das ernste Wesen. Das ernste Wesen erhöht den Angriff um 10% und verringert ihn zeitgleich um 10%. Dadurch ist es ein neutrales Wesen, da man keinen effektiven Vorteil von diesen Wesen bekommt. Okay, wir sind jetzt einmal in Jubeldorf und auf der linken Seite ist die Weide, wo ihr eure Pokémon einsehen könnt, die ihr bereits gefangen habt. Wenn wir jetzt einmal mit der Mitarbeiterin sprechen, sind hier meine verschiedenen Pokémon. Das sind jetzt meine Shinies und wir schauen uns jetzt beispielsweise mal meinen Shiny Zoroark an. Wenn ihr das Wesen des Pokémons sehen wollt, geht ihr auf Bericht. Dann mit der R1-Taste könnt ihr durchswitchen. Und hier seht ihr schon, dass Verteidigung Minus ist und Spezialangriff Plus. Das ist jetzt per se kein schlechtes Wesen, aber gerade für Zoroark gibt es ein interessanteres Wesen, und zwar das mäßige Wesen. Dadurch wird der Spezialangriff erhöht und der physische Angriffswert vermindert, weil die Verteidigung ist natürlich ziemlich wichtig, auch die Spezialverteidigung. Und worauf Zoroark am ehesten verzichten kann, ist der physische Angriffswert, da die Attacken von Zoroark hauptsächlich speziell treffen. Wenn wir jetzt einmal nach rechts gehen nochmal, dann seht ihr auch, dass es das Wesen mild hat. Wir haben hier eher ein mäßiges Wesen oder ein scheues Wesen, das erhöht die Initiative um 10% und verringert dann die physische Angriffskraft um weitere 10%. Aber wie können wir das Wesen jetzt zu unseren Wünschen ändern? Und zwar mit Minzen. Minzen gab es schon in Pokémon Schwert und Schild, die konnte man da auch ganz gut farmen. Und auch in Pokémon Legenden Arceus gibt es jetzt wieder eine gute Methode, wie ihr Minzen am besten farmen könnt. Und das werde ich euch jetzt einmal zeigen. Und zwar würde ich euch empfehlen, dass ihr dann mal die Karte aufmacht und einmal hier zum Acker geht. Ihr könnt hier einfach einmal mit Schnellreise hinfliegen. Und wie ihr seht, habe ich meinen Acker schon maximal ausgearbeitet. Also wenn ihr die Hauptmission spielt, ich glaube Mission 9, 10 und 11 sind es, dann könnt ihr den Acker jeweils um ein Feld erhöhen. Zuerst braucht ihr einen Boden-Pokémon. Das ist jetzt bei mir. Mal gucken, wo es ist. Ich glaube, ich habe hier meinen Kleinstein abgegeben. Ja, da ist mein Kleinstein. Dann braucht ihr ein Pokémon, was das Feld wässert. Da habe ich Anton mit einer Wasserattacke. Und ihr braucht ein Pokémon mit Rock Smash, glaube ich, war es. Das ist bei mir mein Glibunkel. Und die Pokémon könnt ihr auch wieder abholen. Also es ist nicht fest, dass die Pokémon hier für immer sind. Der Inhaber des Ackers behält die Pokémon nicht. Die könnt ihr auch wieder mitnehmen, wenn ihr wollt, oder austauschen. Und wenn ihr das Feld maximiert habt, ist hier ein Mitarbeiter. Und zwar der Naban. Und der bietet euch jetzt an, dass ihr verschiedene Dinge auf dem Acker anpflanzen könnt. Jetzt gibt er mir erstmal die Aprikokos. Das war mein altes, meine alte Aufgabe, die ich ihm aufgetragen hatte, Aprikoko anzupflanzen. Und die Sachen kosten natürlich auch verschieden viel Pokédollar. Aprikoko beispielsweise kosten 500 Pokédollar. Und hier unten seht ihr auch schon Minzsaat. Also ihr könnt verschiedene Sachen anbauen. Also Aprikoko, Heilkräuter, Gemüsesaat, Pilzsaat, Beerensaat oder Minzen. Minzen sind leider relativ teuer, kosten 10.000 Pokédollar. Aber mit diesen 10.000 Pokédollar, müsst ihr wissen, könnt ihr letztendlich euer Pokémon auf das nächste Level heben. Also wirklich, das ist jetzt für Leute interessant, die ihr Pokémon perfektionieren wollen. Also mit dem EV-Training könnt ihr Pokémon perfektionieren. Dazu wird als nächstes ein Video rauskommen. Und das, die Minze verbessert euer Pokémon nochmal um 10%, was natürlich den entscheidenden Unterschied machen kann. Deswegen werde ich jetzt einmal ihn bezahlen. 10.000 Pokédollar ist viel, aber das ist es wert. Und jetzt ist die Frage, wie bekommt man die Minzen? Weil wenn ihr jetzt mit ihm sprecht, bekommt ihr noch nichts.
Und da gab es verschiedene Theorien, wie das Ganze beschleunigt werden kann. Zum Beispiel verlasse 20 Mal Jubeldorf. Das alles, kann ich euch sagen, funktioniert nicht. Es gibt eine ganz einfache Methode, wie ihr schnell eure Münzen zurückbekommt. Und zwar müsst ihr einmal zum Ausgang gehen. Und jetzt müsst ihr insgesamt 20 Pokémon fangen. Und dann sind eure Münzen abholbereit. Ich habe jetzt leider gerade kein Pokémon, was ein Ausbruchs-Pokémon ist. Ich könnte euch empfehlen, dass ihr euch ein Pokémon nimmt, was im Ausbruch ist, weil da könnt ihr wirklich ziemlich viele Pokémon zeitgleich fangen. Ich gehe jetzt einfach mal ins Obsidian-Grasland, ins erste Gebiet und fange da jetzt 20 verschiedene Pokémon. So, ich werde mich natürlich auf mein Reittier setzen, weil jetzt laufen ist jetzt nicht so mein Fall, aber so, da ist ein Bidiza. Bidifas. Ja, Moment, ich muss mal kurz gucken, wo meine Pokébälle sind. So, da. Jetzt habe ich ein Pokéball. So, und jetzt werden einfach die, die Diefas gefangen. Wenn es nicht drin ist, ist es auch nicht so wild, wie gesagt. Einfach mehrere Pokémon fangen. Einige werden schon drin bleiben. Wenn ich ein bisschen Aim hätte, aber okay. Ich suche mir einfach das nächste. Und das macht jetzt insgesamt 20 Mal. So, dann schauen wir mal, wie viele Pokémon wir jetzt gefangen haben. Und ob unsere Münzen jetzt abholbereit sind. 18 waren es, ne? Ja. Okay, zwei Pokémon fehlen mir noch. Dann hole ich jetzt noch schnell die zwei anderen. Und dann sind unsere Pokémon auch schon unsere Münzen auch schon abholbereit. So, ins Dorf zurückkehren. Und diesen Punkt, Leute, den kann ich euch wärmstens empfehlen. Benutzt die Schnellreise in Jubeldorf, weil... Ich muss mich da selber immer nochmal dran erinnern, weil ich vergesse es immer, ich renne immer überall hin. Aber das erspart euch wirklich viel Zeit, wenn ihr die Schnellreisefunktion öfter mal nutzt. So, da ist er. Und jetzt müsste er die Münzen fertig haben für uns. So, wir haben die Ernte eingeholt. Mal schauen, welche er uns gibt. Hitzig. Das erhöht den Spezialangriff und senkt seine Spezialverteidigung. Das ist jetzt nicht ganz so optimal. Sacht. Spezialverteidigung, Spezialangriff geht runter. Auch nicht so super. Sind jetzt nicht die besten Münzen, aber das Gute ist, ihr könnt es immer wieder machen. Klar, es kostet jedes Mal 10.000 Poké-Dollar. Aber das lohnt sich, weil letztendlich bekommt ihr wirklich gute Münzen, womit ihr euer Pokémon perfektionieren könnt. Ihr könnt die Gegenstände ja auch einfach im Inventar lassen. Also hier seht ihr schon, ich habe jetzt hier Hitzig und Sacht. Und das würde ich euch einfach empfehlen. Ihr wisst nie, wann ihr die Münzen mal gebrauchen könnt. Und ich würde die einfach im Inventar belassen. Okay, dann zeige ich euch jetzt auch noch, wie ihr die Münzen verwendet. Wir schauen uns jetzt einfach mal beispielsweise unser Darkrai an. Darkrai ist ein Spezialangreifer. Und wir gucken jetzt erstmal, welches Wesen Darkrai bisher hat. Dafür gehen wir auf Bericht. Und er hat Angriff plus, Initiative runter, ist jetzt nicht das beste Wesen. Klar, er wird jetzt von mir auch nicht das Beste kriegen. Aber es ist jetzt einfach, um euch das zu veranschaulichen, wie man die Münzen verteilt. Wir gehen jetzt einmal auf die Hitzig-Münze einsetzen und geben die Darkrai. Ja. So, jetzt schauen wir uns nochmal das Wesen an. Und wie ihr seht, ist jetzt Spezialangriff hoch und Spezialverteidigung runter. Das heißt, der Spezialangriff ist um 10% erhöht und die Spezialverteidigung um 10% vermindert. Hier steht allerdings immer noch mutig. Davon dürft ihr euch nicht beeinflussen lassen. Das, was da steht, ist eigentlich egal. Das ist immer noch das alte Wesen mit den alten Wesenveränderungen. Aber das, was wichtig ist, ist, dass ihr das hier seht, dass die Wesen aktiv verändert wurden. Auch wenn es nicht hier steht. Weil hier wird es nie stehen, da steht immer das alte Wesen. Aber ja, die Münzen verändern halt das Wesen, auch wenn es nicht dort steht. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Und ich wünsche euch jetzt viel Erfolg beim Farmen der Münzen und beim Perfektionieren eurer absoluten Lieblings-Pokémon. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Bubu.